Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Wie in der Folge zum Ferrari F8 Tributo versprochen, schauen wir uns nochmal extra den Ferrari 488 Pista an, denn in der Vorbereitung zur F8-Folge bin ich ja den Pista nochmals über die PXR-Teststrecke gefahren und dabei ist mir aufgefallen, dass ich den ein oder anderen Abschnitt mittlerweile etwas anders fahren würde als damals in Let's Play Folge 30, als wir den Pista nämlich zum ersten Mal dorthin entführt haben. Und deswegen habe ich ja schon angekündigt, es wird eine Update-Runde geben, die etwas schneller ist als die bisherige Pista-Runde. Stand jetzt ist es ja auch so, dass der F8 Tributo sogar schneller ist als der 488 Pista. Das kann natürlich auch nach dieser Update-Runde so sein. Das werden wir gleich herausfinden. Aber auf jeden Fall, diese neue Runde ist definitiv schneller als die alte. Und ich würde auch sagen, wir reden gar nicht so lange um den heißen Brei. Wir gehen natürlich direkt zur PXR-Teststrecke. Und auf Vorschlag eines Zuschauers blende ich euch oben rechts auch ganz klein die alte 488 Pista-Runde nochmals mit ein. Dann hast du so einen schönen Side-by-Side-Vergleich, wo denn ich jetzt bei der neuen Runde vielleicht etwas besser und schneller war. Ist ja vielleicht auch ganz interessant zu sehen. Und jetzt aber wirklich lange genug geschnackt. Wir gehen auf die PXR-Teststrecke nochmals mit dem Ferrari 488 Pista. Und natürlich gibt es auf der Teststreckenrunde nochmals das Datenblatt, auch wenn wir das jetzt des Öfteren schon gesehen haben. Aber der Vollständigkeit halber wollen wir da nochmal drauf gucken. Wir sehen im Herzen natürlich den 3,9 Liter V8 Biturbomotor, der 720 PS und 770 Newtonmeter Drehmoment leistet. Beim Getriebe das 7-Gang Ferrari F1 Doppelkupplungsgetriebe. Beim Gewicht schlägt der Pista bei fast 1,4 Tonnen zu. Beim Trockengewicht wäre er sogar knapp bei unter 1,3 Tonnen zu finden. Damit 90 Kilogramm leichter als die Basis, also als der 488 GTB, schafft den Sprint von 0 auf 100 in 2,85 Sekunden. Und da auch nochmal nachträglich die Korrektur zur F8 Tributo-Folge. Da habe ich das irgendwie verwechselt und bin davon ausgegangen, dass es 3 Sekunden sind beim Pista. Nein, genau 3 Sekunden sind es beim 488 GTB. Der Pista ist bei 2,85 Sekunden, so wie es hier steht, angegeben bei Ferrari. Also damit sogar 0,05 Sekunden schneller als der F8 Tributo. Bei der Höchstgeschwindigkeit ist dann bei 340 km/h Schluss und im Spiel kommt es auch so ungefähr hin. Da ist er laut Telemetriedaten sogar knapp darunter angegeben, nämlich bei 338,7 km/h. Aber trotzdem ist es ja pfeilschnell. Ja, ansonsten, was soll ich zur Testring-Runde sagen? In Let's Play Folge 30 war ich schon so begeistert von diesem Fahrzeug. Das war ja in der Eröffnungsfolge, also eben in dieser besagten Folge 30, mein absolutes Favoritenfahrzeug. Der hat mir irgendwie da am meisten so ein bisschen wiedergegeben. Ja, wir sind dort zwar auch einen 911 GT3 RS gefahren, der sehr geil, sehr präzise war, aber der hatte einfach irgendwie Emotionen. Und das habe ich gefeiert. Und natürlich jetzt bei dieser Update-Runde, ja, war es einfach nochmals die Bestätigung. Der ist so präzise, der liegt so ruhig, gerade auch im Vergleich zum F8 Tributo. Das Ding ist einfach ein Brett, macht unglaublich Spaß zu fahren und fühlt sich auf so einer Teststrecke pudelwohl. Und das hat dann natürlich auch die neue, geupdatete Rundenzeit gezeigt. Die nämlich mit einer 1:52.429 eine halbe Sekunde schneller ist als der F8 Tributo. Ich habe euch auch natürlich die alte Zeit nochmal mit eingeblendet und da sind wir, ja, sagen wir mal 9 Zehntel, also fast eine ganze Sekunde schneller. Also da sieht man mal, was das ausmacht. Und natürlich, um das einfach gleich schon mal vorne wegzunehmen, es kann natürlich sein, dass diese alten Teststreckenrunden zum Teil jetzt dadurch vielleicht ein bisschen schlechter zu bewerten sind als die neuen Runden. Klar, weil ich habe einfach viel, viel mehr Erfahrung gesammelt in der Zeit auf dieser Strecke, auch im Spiel. Das ist ganz klar, aber es kann natürlich auch von Fahrzeug zu Fahrzeug einfach anders sein. Zum Beispiel gehe ich stark davon aus, dass der eben angesprochene 911 GT3 RS aus Folge 30, also der 991, also das Non-Facelift, ich glaube, jene Zeit kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht nochmal schneller hin oder wahrscheinlich nicht viel schneller hin. Und die Teststreckenzeiten sollen ja auch mehr oder weniger so ein Richtwert sein. Fehlerquoten gibt es da immer, denn, ich wiederhole nochmal, die Spielregeln hier auf der Teststrecke sind ja, dass ich 7 saubere Runs mache und davon der schnellste zählt dann. Saubere Runs sind halt eben welche, wo so gut wie keine Berührung mit der Wand oder mit diesen Stolpersteinen stattfindet. Also maximal eine darf da überhaupt stattfinden. Im besten Fall sogar keine, weil in der Regel bremst es sogar auch eher aus, wenn es da eine Berührung gibt. Und natürlich in 7 Runs wirst du nicht immer die perfekte Runde hinbekommen. Ja? Also so gesehen bin ich jetzt mit dem Pista, wenn man die aus Folge 30 noch dazu nimmt und jetzt die, die ich wieder gefahren bin, bin ich da halt quasi, ja, wahrscheinlich 14 saubere Runs gefahren und damit die doppelte Anzahl und na, das müssen wir dann mit allen machen und so weiter und so fort. Aber es hat sich halt so ergeben beim F8 Tributo und ich glaube, das ist ja auch jetzt nicht schlimm und wenn es hier und da mal wieder so ein Update-Run gibt, ist ja auch okay und ich schlage auch dir
und der gesamten Community genau das vor, was ich auch in FA4 euch schon vorgeschlagen habe. Wenn ihr auf der Bestenliste, ja, die gesamte Bestenliste ist ja in der Videobeschreibung verlinkt, ein Fahrzeug seht, wo ihr sagt so, hey Ray, ich weiß nicht, ich habe mal die Zeit angeguckt, ich habe mir auch nochmal die Runde angeguckt aus jener Folge. Ich finde, da hättest du echt, glaube ich, schneller sein können. Und dann kannst du mir das so mitteilen und dann gucke ich da, wenn ich auch das Gefühl habe, ja, du hast das schon gut begründet, dann gucke ich da gerne auch nochmal drauf und mache dann gerne auch mit einem anderen Fahrzeug nochmal einen Update-Run. Das kann ja schon wirklich auch sein, so wie es jetzt eben beim Pista auch der Fall war. Ich weiß auch, dass zum Beispiel beim McLaren 765LT auch geschrieben wurde, hier und da hättest du doch den Gang anders fahren können, da wärst du bestimmt schneller gewesen. Da wusste ich allerdings schon die Antwort, dass es nicht so ist, weil genau das habe ich auch ausprobiert. Da war es tatsächlich so, dass eben die Gangwahl, die ich dort getroffen habe, tatsächlich die schnellere Runde war oder auch die schnelleren Runden. Ich bestätige das ja meistens nochmal für mich selber auch, was denn der schnellste Weg ist. Aber das jetzt dazu, also ihr habt das Update, der Pista ist tatsächlich doch schneller als der F8 Tributo und das macht auch Sinn irgendwo, denn er fährt sich einfach nochmal viel besser, präziser. Wie gesagt, die große Stärke des F8 Tributo und deswegen hat er auch wahrscheinlich 2 LI-Punkte mehr als der Pista, ist halt die Beschleunigung und die zu erreichende Höchstgeschwindigkeit. Da ist der Tributo halt echt ein Brett. Da kann der Pista nicht mithalten. Aber bei allem anderen, aus der Kurve raus, in der Kurve selber, gerade in den schnellen Kurven, ist der Pista einfach besser und mehr für die Rennstrecke gebaut. Und das ist ja auch die Idee und das Konzept von Ferrari gewesen. So, jetzt aber davon genug. Wir gehen zurück zu unserem Häuschen in den Forza Vista-Modus, denn auch den 488 Pista wollen wir nochmal genau unter die Lupe nehmen, denn wir haben uns ja den 458 Italia, den 488 GTB sowie auch eben den bereits mehrfach erwähnten F8 Tributo angeschaut. Und wenn wir jetzt eine extra Folge zum Pista machen, dann wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen Wissen mit reinstreuen, auch wenn einiges schon in den angesprochenen Folgen erwähnt wurde. Ich denke mal, das Wichtigste oder der wichtigste Punkt beim Pista ist natürlich, dass wir eben diese Leistungssteigerung haben von knapp 50 PS im Vergleich zum 488 GTB. Und dort ist es natürlich so, wie ich es auch schon beim Tributo gesagt habe, weil der Motor ist tatsächlich identisch, wurde da halt vieles auch übernommen, sei es halt entsprechend die Bläuel sind da ja überarbeitet worden, eben dieses Kontrollsystem aus dem 488 Challenge, also ne, genauso auch eben die Kühlung, das Ansaugsystem wurde vom 488 Challenge, also vom Rennwagen, vom Club-Rennwagen, wenn man so möchte, übernommen. Aber natürlich auch andere Dinge sind hier beim Pista im Vergleich vor allem zum GTB verändert worden. Insbesondere die Aerodynamik. Ganz wichtig ist natürlich dieses S-Duct zu erwähnen, ne? Dieser Luftschlitz da unten. Man kann da sogar richtig durchgucken auf dem Boden, wenn ihr da jetzt mal rechts guckt. Das ist natürlich sehr, sehr entscheidend. Das bringt natürlich super viel Downforce. 20% mehr Downforce an der Vorderachse alleine im Vergleich zum 488 GTB haben wir hier nochmal. Ansonsten natürlich viele neue Flaps mit am Start und so weiter. Auch vorne, hinten, überall die ganze Luftführung, gerade Diffusor, alles. Das ist schon nochmal alles deutlich sportlicher. Ne? Auch hier haben wir diesen Luftschlitz, der hier durchgeht. Sowas ähnliches, was wir dann ja auch beim F8 Tributo dann nochmal gesehen haben. Und auch bei der Hinterachse ist es tatsächlich so, dass er nochmal 20% mehr Downforce generiert. In der gesamten Summe tatsächlich ist es auch so, dass eben der Pista im Vergleich zum 488 GTB 20% mehr Downforce generiert. Und da jetzt auch nochmal den Rückblick auf den F8 Tributo zu werfen. Dort ist es ja, spricht man ja so ungefähr von 10-15% mehr Downforce. Also der ist jetzt schon nochmal auch nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität nochmal ein bisschen krasser, was den Anpressdruck angeht von der Aerodynamik im Vergleich zum F8 Tributo. Ansonsten natürlich, wie schon gesagt, 90 Kilogramm leichter. Das kommt natürlich auch nicht einfach so aus Luft und Liebe daher. Allein diese Carbonfelgen, ja, das habe ich nicht so lackiert. Die sind tatsächlich so, machen natürlich da schon viel aus. Und auch sonst wurde halt überall geguckt, wo kann man nochmal ein bisschen Carbon anbringen, wo kann man nochmal alles ein bisschen leichter machen. Und rein optisch, glaube ich, müssen wir auch nicht groß drüber reden. Der 488 Pista ist einfach so aggressiv in seiner Optik und ja, wem den 488 GTB schon gefallen hat und wer natürlich auch auf aggressive sportliche Fahrzeuge steht, der wird den natürlich lieben. Für mich ist optisch dieses Fahrzeug immer noch ein absolutes Brett. Also mir gefällt er richtig, richtig gut. Und wenn man quasi sagen möchte, man möchte direkt die sportlichen Versionen miteinander vergleichen, ist er ja so gesehen der Nachfolger des 458 Speziale. Und jener war natürlich ja auch schon extrem aggressiv in seiner Optik. Und der, finde ich, steht in dem nichts nach, definitiv nicht. Wir können auch noch mal ganz kurz in den Innenraum schauen. Auch da hat sich natürlich viel getan. Noch mal viel Alcantara, viel Carbon angebracht. Also das sieht alles noch mal auch gerade im Vergleich zum normalen GTB deutlich aggressiver, deutlich sportlicher aus.
Aber man kennt natürlich die Parallelen. Auch cool natürlich das Ziffernblatt, was hier hinten dann in einer, ich sage jetzt mal, grau-schwarzen Optik ist. Nicht mehr so das typische gelbe Ziffernblatt. Also das ist schon sehr, sehr nice. Ich bin verliebt in dieses Fahrzeug nach wie vor. Und ich glaube, viele von euch geht es ähnlich, dass der Pista sehr nice ist. Es wurde auch schon bereits, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, diese Extra-Folge nochmal zu machen zum Pista, schon gefragt, hey, gibt's denn eine Extra-Folge zum Pista? Und ja, das kann ich hiermit nochmal beantworten. Ja, wir machen gerade eine Extra-Folge zum Pista. Machen wir vielleicht auch zum Speziale nochmal, wenn da Interesse besteht. Deswegen gerne jetzt in die Kommentare schreiben oder in einem Kommentar, wenn es da schon steht, ein Däumchen nach oben geben, wenn das Interesse besteht, da auch nochmal eine Extra-Folge dazu zu machen, dass wir den nochmal extra beleuchten. Auch wenn wir jene Folge jetzt, beziehungsweise jene Testschränkrunde, das wollte ich sagen, natürlich erst in einer der vergangenen Folgen angeguckt haben. Da wird es natürlich dann keine Update-Runde geben, aber ja, einstreuen kann ich sie natürlich nochmal, denn die ganzen Runden habe ich ja quasi archiviert. Ja, das war so ein ganz großes Anliegen für mich für Horizon 5 und ich glaube, das hat sich jetzt schon alleine bewährt in diesem Let's Play. Ansonsten, ja, würde ich sagen, lassen wir das einfach erstmal so stehen und konzentrieren wir uns hauptsächlich ein bisschen ums Tuning. Gucken wir mal, was wir da machen können, auch wenn das Fahrzeug schon eigentlich nahezu perfekt ist und deswegen würde ich eigentlich gar nicht so viel ändern wollen. Wir können ganz kurz vielleicht auch mal bei den Designs reingucken, was es da Schönes so gibt. Ja, da gibt es ein paar verschiedene Farbkombis. Auch das Rot finde ich natürlich sehr geil, hat was auf jeden Fall mit sich. Gelb ist natürlich auch nice, das Blau auch. Das hat auch was tatsächlich, so dieser dunkle Touch. Das ist natürlich auch cool, ne? Dieses weiß-cremige mit den blauen Streifen. Ah, schon ein geiles Farbe. Ist einfach egal, in welcher Farbe. Den können sie auch in Pink fahren, würde ich ihn feiern. Aber wir bleiben mal beim Rot. Ja, weil wir schon in letzter Zeit den Ferrari oder diese Reihe immer in Rot gemacht haben, bleiben wir jetzt dem einfach mal treu. Wir gehen ins Tuning und ich versuche einfach mal zu optimieren. Und ja, ich weiß, der eine oder andere schreit, mach doch mal Vollaufbau, das ist ja voll langweilig, was du immer machst. Ja, den Leuten kann ich nur entgegnen, hey, es gibt ein Auto-Wunschformular. Wenn du ein Auto mit Vollaufbau sehen willst, dann schreibe es dahin. Ich mache manchmal auch im Let's Play von mir aus einen Vollaufbau, wenn ich das Gefühl habe, das macht jetzt Sinn, das ist cool, da habe ich Bock drauf. Aber in der Regel finde ich Vollaufbauten eher langweilig, weil einfach alles reinklatschen und dann hat man Power, Power, Power. Meistens fahren die Fahrzeuge sich dann gar nicht so geil. Deswegen finde ich eigentlich diese überlegten Aufbaute, was baue ich ein, was macht Sinn, wo kann ich an welchen Stellen, wie optimieren, das Fahrzeug in eine entsprechende Richtung lenken, macht, finde ich, am meisten Spaß und damit dann auch nochmal im Feintuning dann nochmal das Quäntchen etwas rauszuholen, das finde ich eigentlich das Geile daran und ich glaube, jeder, der das selber mal so erlebt hat und vor allem auch mal auch selbst meine Tunings getestet hat, die so aufgebaut sind oder einfach stupide Vollaufbau, werdet ihr feststellen, ja, diese Autos machen einfach mehr Spaß und haben mehr Reiz. Man muss es nicht immer ans Maximum gehen. Wir sind nicht hier in einem Need for Speed oder The Crew, wo die besten Teile automatisch dann im besten Fahrzeug resultiert. Nein, das Ganze ist hier, auch wenn es eine Kart Racer ist, trotzdem ein bisschen mehr an der Realität angehaucht. Wenn du dort nämlich in dein, ich sag jetzt mal, VW Golf 1000 PS reinklatschst, dann wird er trotzdem kein Supersportwagen sein. Zumindest mal ab dem Punkt nicht mehr, wo es in die Kurve geht. Ja, und deswegen macht es manchmal schon Sinn, sich da so ein paar Sachen zu überlegen. So, wir gehen trotzdem jetzt der Reihe nach durch, was man alles machen könnte. Ja, auch um für euch vielleicht zu inspirieren für einen möglichen Autowunsch, ein mögliches Autowunsch-Tuning. Wir könnten einen Racing V12 einbauen, wir könnten einen 6,3 Liter V12 Hybrid einbauen. Beides eine coole Option, beides wäre verrückt, aber nee, ich will diesen Pista jetzt nicht komplett, ich sag jetzt mal, misshandeln. Ein besseres Wort fällt mir da nicht ein, deswegen bleiben wir da auch schön beim Hinterradantrieb, machen wir kein Allrad rein, auch das wäre natürlich eine Option. Auch nochmal zusätzlicher Aero, die einstellbar ist, wäre eine Option, aber auch das machen wir nicht. Ich glaube, wenn wir das wollen, dann können wir auch den 488 Challenge fahren, dort haben wir eine einstellbare Aero von Haus aus. Wir könnten natürlich die Full Slicks machen, das würde natürlich dem viel nochmal bringen. Aber also quasi nochmal mehr so eine Rennstreckenversion machen. Das können wir vielleicht mal einfach machen, oder? Dass wir sagen, okay, wir haben so einen Pista, wir wollen aber auch quasi auf die Rennstrecke gehen, deswegen hauen wir uns mal Full Slicks drauf. Schon länger keine Full Slicks mehr dran gemacht. Ich hoffe mal, wir werden jetzt gleich kein Rennen haben, wo es regnet. Aber das machen wir vielleicht jetzt einfach mal. Weil ich denke, das Fahrzeug ist in der Serie schon so gut. Klar könnte man es weiter optimieren. Aber ich glaube, dann würden wir halt irgendwie, ja, jetzt nicht so viel Veränderung spüren. Und ich glaube, sowas macht dann schon mehr Sinn. Ja, wir sehen, ich habe den schon mal, glaube ich, so für mich mal getuned gehabt. Deswegen sind ein paar Teile schon noch in Besitz. Deswegen übernehmen wir das mal so. Da werde ich in der Vergangenheit schon die richtige Entscheidung getroffen haben bei der Spurbreite. Wir machen mal auf jeden Fall Kupplung rein. Wir machen mal ein einstellbares Getriebe rein. Wir bleiben aber beim 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, was wir hier am Start haben. Und wir machen das Renndiff rein. Dann entsprechend Fahrwerk auch. Das finde ich eh interessant, dass der kein Rennfahrwerk hat. Trotzdem so gut performt. Also da macht die Aero tatsächlich schon sehr viel aus. So. So. Dann
Ja, Gewichtsreduktion weiß ich gar nicht. Wollen wir das machen? Das wäre halt nochmal extremer. Aber kann ich nur überlegen. Nochmal mehr. Also allein das zu schaffen, finde ich schon fast unmöglich. Aber im Spiel ist es möglich, da nochmal 125 Kilogramm rauszuholen. Wenn es jetzt 25 Kilogramm wären, würde ich es verstehen. Aber 125 ist schon heftig. Aber ja, machen wir jetzt einfach mal. Komm, gehen wir da einfach ins Maximum. Und leistungstechnisch hätte ich jetzt gesagt, versuchen wir doch mal vielleicht so ein 765 LT so ein bisschen anzustreben. Auch wenn wir vom LI natürlich schon deutlich über dem liegen. Der ist ja bei 903, also deutlich jetzt nicht, aber der ist ja bei 913. Allein die Semislicks haben da noch schön viel ausgemacht. Aber oh, das macht auch schon viel aus. Also ich guck mal an. Ja, okay, da sind wir so oder so deutlich über dem 765 LT. Dann machen wir halt einfach eine eigene Konkurrenz und machen unseren 795. Ja, und LT machen wir auch nicht, weil Longtail haben wir natürlich nicht draus gemacht. Aber ja, machen wir einfach mal so. Ich glaube, das passt. Und dann machen wir vielleicht noch die Schwungscheibe. Und ich glaube, den können wir gar nicht machen, oder? Oder habe ich das schon gemacht? Ah, habe ich schon drin. Ne? Ja, so, egal. Machen wir mal so. Installieren war, dann gucken wir mal, wie sich das fährt. Also fast 800 PS am Start. Und das bei deutlich weniger Gewicht. Bei Full Slicks. Da bin ich ja jetzt gespannt, wie sich das fährt. Wir werden auch gleich mal die Sturzgeschichte anpassen. Die ist auch noch eingestellt. Upsala. Problem ist halt immer bei den Full Slicks, die Erfahrung habe ich schon gemacht, die funktionieren meistens nicht direkt. Also es ist ähnlich eigentlich wie bei echten Slick-Reifen, dass Slick-Reifen echt in ihrem Temperaturfenster sein müssen, damit die gut arbeiten. Und das ist im Spiel hier tatsächlich sehr ähnlich. Du wirst mit den Full-Slick-Reifen auf den ersten Metern nie die Performance haben, wie mit Sportreifen oder mit den Semislicks tatsächlich. Und deswegen, die musst du erstmal ein bisschen ans Arbeiten bringen. Wenn du das geschafft hast, dann beißen die sich richtig in Asphalt. Aber wehe, du kommst vom Asphalt ab oder es regnet, dann sind die halt gar nicht so gut. Und dann finde ich halt wiederum, dass die Full Slicks im Vergleich zu den Semislicks gar nicht so viel besser sind. Deswegen wähle ich auch so unglaublich oft hier im Let's Play entsprechend auch die Semislicks, weil die einfach, ja, im Schnitt die besseren, einfacheren Reifen sind. Aber jetzt gucken wir mal, was wir da so hinkriegen. Die Temperatur ist langsam auch schon in den Reifen drin. Ja, und da wir halt natürlich in den Rennen, die eh relativ kurz sind, dann immer auch schon wertvolle Momente verlieren am Anfang. Das ist eigentlich immer optimal alles. Also hinten würde ich sagen, können wir ein bisschen wegnehmen. Vorne auch ein bisschen. Viel müssen wir gar nicht wegnehmen. Der ist schon eigentlich ganz gut aufgestellt. Also da müssen wir gar nicht so viel machen. So, dann gucken wir doch mal. Ja, Reifendruck ist eigentlich okay. Ich würde sogar ein bisschen höher gehen, weil mit dem höheren Reifendruck arbeiten die einfach schneller. Ja, das ist einfach unser Ziel, was wir damit anstreben. Getriebe lasse ich jetzt mal, würde ich sagen. Wobei, wir machen es mal ein bisschen kürzer. Ich denke, das ist trotzdem okay. Vielleicht können wir hier ein bisschen länger machen. Wobei, ja, lassen wir einfach so. Ja, hier gehen wir ein bisschen runter. Und hinten würde ich auch sagen, gehen wir ein bisschen. Also viel müssen wir da nicht machen. Wir können ihm ein bisschen vielleicht mehr Nachlauf geben. Dadurch, ja, ich weiß nicht, ob wir geben ihm vielleicht ein bisschen mehr Spur, dann ist er ein bisschen ähnlicher wie der F8. Weil der F8, tatsächlich, das hat man gemerkt, der ist im Einlenkverhalten etwas zackiger, kann aber dann nicht mehr mithalten mit dem Pista. Der Pista ist nicht so zackig und ist dann halt angenehmer in der, ja, ich sag mal, in der Transmission, also oder in dem Übergang vom Einlenken in die Kurvenfahrt rein. Aber ich denke, einfach durch die Anpassung, die wir jetzt haben, können wir ihn ruhig da ein bisschen aggressiver machen. Ich mache aber wieder diese Standardgeschichte. Ich denke, das funktioniert ganz gut. Stabi ist für ein 488 eigentlich richtig gut eingestellt. Vorne deutlich härter als hinten. Normalerweise muss man das auch so machen. Ich lasse es auch erstmal so sein. Ich habe jetzt dann gleich das Gefühl, nee, der ist mir dann doch jetzt zu untersteuernd. Aber ich glaube, das passt schon ganz gut. Auch diese Einstellung, da können wir vielleicht etwas runtergehen, aber viel würde ich nicht. Ja, Federn passt eigentlich auch alles. Das ist eigentlich alles wunderbar. Auch das finde ich gar nicht so verkehrt bei dem Fahrzeug. Deswegen machen wir da gar nicht so viel Änderung. Ich meine, wir haben jetzt auch von der Serie ausgehend gar nicht so viel geändert. Und komm, machen wir einfach mal gleich dieses Rennen hier. Was wir vielleicht noch ändern könnten, ich glaube, das könnte der auch ganz gut vertragen, ist sowas hier. Probieren wir es einfach mal aus. Und dann machen wir hier eine Straßenszene. Asphalt ein bisschen kühler. Also ein bisschen schwieriger für die Full Slicks ins Arbeiten zu kommen.
Aber ein bisschen extreme Bedingungen sollte doch gar nicht schlecht sein, sofern es nicht regnet, was es nicht tut. Gucken wir mal, wie wir hier so gegen anstinken können. Konkurrenz schläft auf jeden Fall nicht. Hier mehrere 918 mit dabei. Ja, wer das vielleicht verpasst hat letzte Woche, habe ich in einer Autowunsch-Ausgabe, also in einer TÜV-Ausgabe, den 918 mal angeschaut. Gerne, falls man das nicht gesehen hat, nachholen. Ist, denke ich, auch sehenswert. Er hat da auch so seine eigenen Problemchen gehabt. Und ja, stimmt, er könnte tatsächlich, fällt mir gerade auf, ein bisschen die Stabis anpassen. Weil, wie gesagt, die Reifen haben jetzt auch noch nicht die optimale Temperatur direkt erreicht. Sorry fürs Anstupsen. Aber Wahnsinn, wie der einfach liegt. Das ist schon echt eine Waffe. Ja, und ich habe es ja schon erwähnt, es gibt ja wohl das Gerücht, dass der F8 Tributor der letzte dieser V8-Reihe ist. Und es gibt auch die, ja, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder ob es eine offizielle Aussage ist. Auf jeden Fall hat jemand von Ferrari auch verlauten lassen, dass es zum F8 Tributor wohl auch keine sportlichere Variante gibt. Demzufolge wäre der 488 Pista der letzte dieser Zunft, was ich sehr schade finden würde, weil so ein F8... Keine Ahnung, wie man den nennen möchte. ja. Also halt quasi F8-Pista, wenn man so möchte. ja, würde ich schon irgendwie feiern, weil ich glaube, da gäbe es schon nochmal Potenzial, mehr rauszukitzeln. Aber ja, das liegt in der Hand von Ferrari. Und wer weiß, ne? was ich heute erzähle, ist morgen schon nicht mehr aktuell. Deswegen, auch wenn diese Aussage von Ferrari getroffen wurde, könnte ich mir vorstellen, dass sie es trotzdem irgendwann mal machen. Ich meine, vom 488 GTB zum Pista hat es ja auch ein paar Jährchen gedauert. Und irgendwo muss ja auch erstmal die Erfahrung und der Fortschritt gemacht werden, um das nochmal zu verbessern. Und vielleicht haben wir dann ja auch sowas Richtung 800 PS. Dass der Motor sowas leisten kann, wissen wir spätestens seit dem SF90 Stradale, weil da ist ja im Kern, oder dieser V8, der dort im Kern arbeitet, ist ja tatsächlich derselbe Motor. Und der leistet er tatsächlich als Basis von den Elektromotoren entkoppelt 780 PS, also schon in die Richtung dieser 800 PS. Und von dem her ist es ja schon möglich, das da rauszukitzeln. So, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal ändere, was mir nicht so gefallen hat, war, wie gesagt, doch die Stabis. Wie gesagt, macht Sinn, dass man das so macht. Könnte jetzt auch tatsächlich fatal werden, dass das Fahrzeug da ein bisschen zu aggressiv wird. Was ich auch mal versuche, ist, ihn tatsächlich nochmal ein bisschen tiefer zu legen. Ich hoffe, er setzt mir nicht zu sehr auf. Machen ihn hier auch nochmal ein bisschen aggressiver. Das lassen wir vielleicht mal. Und beim Diff würde ich ihn hier auch ein etwas weniger sperren. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Vielleicht würde ich ihm tatsächlich, weil ich habe... Ja, ich würde ihm tatsächlich vorne doch nochmal ein bisschen weniger geben. Einfach mal ausprobieren. Wir gucken mal rein in die Telemetrie nochmal. Ob das so richtig ist oder ob das dann zu vieles Guten ist. Und je mehr über die Reifen vorne natürlich fahren darf, desto besser. Und diese halt auch nutzt. Das habe ich nicht so erwartet. Das ist mein Fehler. Und wenn man Offroad kommt mit einem Full Slicks, wie gerade gesagt, dann ist eh RIP. Wir fahren auf jeden Fall nicht über die Flanke vorne. Hinten auch nicht. Dann könnten wir sogar tatsächlich nochmals weniger machen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Vorne passt, glaube ich. Okay, pass mal auf. Wir machen Folgendes. Wir machen vorne nochmal einen Klick weniger und hinten sogar drei Klicks weniger. Ich glaube, der könnte damit klarkommen. Wichtig ist, dass wir nicht über die Flanke rutschen, weil dann fängt er an zu rutschen, aber der hat das. Und
Da sieht man mal halt wieder eindrucksvoll, dass viel Sturz in Forza einfach nicht sinnig ist. In der Realität ist es natürlich eine andere Geschichte. Aber hier ist es halt einfach so, dass die meisten Fahrzeuge tatsächlich sehr wenig Sturz brauchen. Es gibt ein paar Ausnahmen, da braucht man tatsächlich viel. Aber auf jeden Fall nicht. So, und dann würde ich sagen, wenn man jetzt natürlich schon mal hier so ein Fahrzeug haben, dann fahren wir auch nochmal ein schönes Rennen. Beziehungsweise, ich habe eine Idee. Ich habe es zwar jetzt nicht vorbereitet, aber lass es mal ausprobieren. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier auf die Schnelle hinkriege. Moment, ich muss gerade hier auf dem Zweitbildschirm, beziehungsweise auf dem Drittbildschirm was aufrufen. Und zwar, wer sich zurückerinnert, letzte Woche am Dienstag müsste es gewesen sein, gab es eine RTDS-Folge, also eine Streckentestformat-Folge. Und da hat Fun Games eine ziemlich geile Grand Prix-Strecke eingereicht für den 488 Challenge, aber er hat auch das nochmal eingereicht, quasi ohne andere Gegner und mit freier Fahrzeugwahl. Und warum sollten wir das Fahrzeug nicht mal probeweise auf diese kleine Rennstrecke entführen, die er da gebaut hat? Die war nämlich wirklich fantastisch, kann ich nur empfehlen, auch die Folge auszuchecken, wer die nicht gesehen haben sollte. Beziehungsweise auch die Strecke auszuchecken. Und hier habe ich den Freigabecode. Übrigens, die ganzen Strecken aus dem Streckentestformat sind ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt, sowie eigentlich so ziemlich alles Wichtige, wie zum Beispiel, wie kann man bei einer Multiplayer-Folge dabei sein. Auch das sollte da zu finden sein. Zumindest mal unter den Multiplayer-Folgen ist es auf jeden Fall verlinkt. Unter den normalen Let's Play-Folgen weiß ich es gar nicht. Aber zumindest mal alles, was fürs Let's Play relevant ist, sollte in der Videobeschreibung zu finden sein. Wunderbar. Dann haben wir das doch mal. Dann fahren wir doch da mal einfach und schauen mal, wie er sich da so anstellt. Ich meine, der Kurs ist relativ klein und ein sehr krasser Handling-Kurs für so eine etwas höhere S2-Klasse. Vielleicht schon zu wild, aber ich bin jetzt einfach mal guter Dinge, dass der Pista, so wie wir ihn aufgebaut haben, sofern die Reifen dann auf Temperatur sind, da schon ganz geil funktioniert. Wir werden jetzt vielleicht nicht die kompletten 6 Runden fahren, aber ja, da rutschen wir direkt. Das ist aber genau das, weil die Reifen einfach noch nicht warm genug sind und noch nicht diesen Grip fassen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ist die Strecke sogar leicht feucht. Das würde uns natürlich in die Parade fahren, weil so ein bisschen feucht wirkt die Strecke so auf den ersten Blick, aber vielleicht täuscht das einfach rein optisch. Shortshiften vielleicht arbeiten. Ja, und wie gesagt, der oder diejenigen, die die Folge letzte Woche verpasst haben sollten, denen wird jetzt wahrscheinlich die Kinnlade runterfallen, was da Fun Games für eine coole kleine Rennstrecke gebaut hat. Da haben nochmal die Strecke vom Hauptfestival nochmal ein bisschen mehr rennstreckentauglich gebaut. Mit Curbs und allem drum und dran. Wie gesagt, ist natürlich ein etwas engerer, kleiner Handling-Kurs. Ich habe es schon gesagt, mit so einem KTM Crossbow oder so einem kleineren Track-Toy wahrscheinlich deutlich geiler zu fahren. Aber warum sollten wir da nicht mal auch so ein Fahrzeug hier versuchen zu entführen? So 3 Runden können wir ja mal kurz fahren. In der Cockpit-Sicht, da ist das Feeling nochmal ein anderes. Ja, man macht schon Bock. Macht schon Bock. Okay, machen wir vielleicht nicht 3 Runden, machen wir nur 2 Runden und dann fahren wir gleich nochmal ein normales Rennen gegen die 3 Vatare. Aber ja, ich hatte spontan jetzt einfach Lust darauf, das auch nochmal so auszuchecken. Warum auch nicht, ne? Das war ein bisschen zu schnell hier rein. Das war ein bisschen zu viel Körb. Aber okay. Sehr gut. Boink.
Ja, also mega Strecke, ich kann es nur nochmal sagen. So, genau, da beenden wir das Ganze ganz kurz mal. Ein Like dürfen wir wahrscheinlich trotzdem geben, so ist es. Das wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Und dann machen wir nochmal ein kleines Rennen. Ich würde sagen, machen wir nochmal einen Rundkurs, ist okay. Und vielleicht gehen wir da sogar an die Ostküste, dieses etwas schnellere Rundkursrennen. Ich glaube, das müsste ja jetzt eigentlich dem Pista ganz gut entgegenkommen. Wir haben Power, sind trotzdem irgendwo noch eher ein Rundstreckenfahrzeug als jetzt ein Sprinter. Von dem her sollte das ja eigentlich ganz gut passen. Dann gehen wir das Ganze doch mal hier so an. Ansonsten, ja, kann ich schon mal an der Stelle sagen, wenn dir die Folge bis dahin gefallen hat, dann lass doch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Vor allem auch, dass ich hier nochmal so, ja, quasi rückblickend einen genauen Blick auf den 488 Pista werf. Wie gesagt, der ein oder andere hat sich sogar gewünscht, was mich ja auch dann irgendwie sehr gefreut hat. Und deswegen natürlich sehr gerne da auch Feedback da lassen in Form von eben einem Kommentar oder eben einem Däumchen nach oben oder natürlich auch beides. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal einen fantastischen Wochenstart in die neue Woche rein, beziehungsweise vielleicht hast du ja mit der Folge schon einen guten Wochenstart jetzt bekommen. Kann auch nicht so genau sagen, was dich die Woche noch so erwarten wird im Let's Play, aber irgendwas wird dich erwarten. Vielleicht gibt es morgen auch nochmal eine Streckentestformat-Folge, quasi genau eine Woche nach der letzten. Lass dich aber mal überraschen. Folge. Da wollte ich jetzt ja sowieso öfters mal wieder Autowunschfolgen bringen. Gab es eh noch nicht so viele im Let's Play und wir sind schon bei oder gehen schon auf die Richtung 150 Folgen zu und haben, glaube ich, keine 5 Autowunschfolgen gemacht. Das ist, das kann man so nicht stehen lassen. Das muss ich jetzt ändern. Und da vorne jagen war auf jeden Fall, glaube ich, auch ein 488. Jetzt aber gerade gar nicht. Nee, es dürfte sogar. Ja, es dürfte sogar ebenfalls ein Pista sein. Nur mit Flügel. Ist es. Aber wir zeigen, dass wir keinen Flügel brauchen, sondern einfach nur ein bisschen gute Fahrwerkseinstellung. Und dann kommen wir hier auch vorbei. Zu schnell. Sicht. So, letzte Runde. Gucken wir mal, dass wir hier vorne bleiben. Und ja, ich bedanke mich nochmal vielmals für deine Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut, dass du mit dabei warst. Mich hat es vor allem gefreut, auch nochmal hier den Pista anzuschauen, nochmal genauer anzuschauen. Und ich bin mir sicher, dass die ein oder anderen Fahrzeuge, die eben gerade in der Teststrecken-Eröffnungsfolge ihre Runde drehen durften, auch nochmal ihre eigene Folge bekommen. Wie zum Beispiel das Coverfahrzeug. Der AMG One hat ja so gesehen noch keine richtig offizielle Let's Play-Folge bekommen, weil alles, was vor Folge 30 passiert ist, ist ja eher so Story-driven gewesen. Und wie gesagt, Folge 30 war ja nur die Eröffnung, da sind wir ja aber nur stupide Teststreckenrunden gefahren. Wenn wir so einen genauen Blick drauf werfen, ja, vielleicht machen wir das nochmal. Mit dem AMG One und den sonstigen Fahrzeugen, die da waren. Aber das ist jetzt erstmal alles Zukunftsmusik. Wie gesagt, ich bin raus an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Ausgabe. Mach's gut. Ciao!